Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Ich war leider... Was? Okay, das war ein dämlicher Hund. Der hat das versucht zu sterben. Ich war leider nicht so erfolgreich mit der Schleimjagd. Keine Schleims gefunden. Entweder haben die irgendwie die Spawns verändert, dass die nicht mehr da spawnen. Oder ich hatte einfach Pech. Aber ich habe nichts mehr zu essen, also gehe ich jetzt zurück. Das ist ja Eisen. Das Eisen nehme ich bitte mit. Das ist ja Eisen ist gut. Ist weil gut. Ich kann noch kein neues Feld anlegen, weil ich habe keinen Eimer. Ist ein Creeper auch gut? Oder eine Spinne? Ja, das dann kannst du uns... Ne? Ich habe dir mal ein paar Weizenkörner in die Kiste witzig. Gelegt, ne? So 64 Stück. Ja, ich habe genauso viele. Aber die Verbindung ist gerade echt miserabel. Ne, bei mir ist okay. Bei mir ist halt alles super. Ich sag's einen Strich, witzig. Auch beim haben Daniel. So viel Respekt vor den Hunden. Die rennen einfach weg. Die rennen einfach weg. Aha. Also wenn die den Hund sehen, die rennen einfach weg. Das ist wahrscheinlich so wie mit den Creepern und Ocelots, ne? Also ich gehe erstmal zurück und mir ein paar neue. Obwohl ich versuch 3 Eisen mitzunehmen. Dass ich mir eine Eisenspitzhacke machen kann. So. Ich sprint mal durch und hol mir das richtige Holz. Okay. Jetzt ist kaputt. Jetzt habe ich aber nur noch einen Hund, 2 Hunde. Ich sagte ja, Unfälle passieren, also. Ja, das war aber auch ein ganz schön dämlicher Hund. Der meinte, mal gucken, ob Wasser gut schmeckt. Oh, schmeckt nicht so gut. Ach, trinken wir weiter. Endlich das bestätigt, was ich die ganzen Folgen über sage. Siehst du, ich wollte die nicht umbringen, ich habe nur darauf hingewiesen, Unfälle können passieren. Ja. Hättest du die nicht irgendwie zu mir geportet? Hättest du nichts mit angestellt? Wie soll ich die denn zu dir porten? Ich weiß es nicht, die standen auf einmal alle neben mir. Ja, war ich aber nicht. Also die haben auch nicht gesessen, wirklich, die standen. Und normalerweise tun die das nicht. Was? Stehen? Was? Ja, einfach aufstehen, wenn das Herrchen gesagt hat, sitz. Vielleicht wurden sie angegriffen. Von welchen Mobs? Ja, aber die sollten da ja nicht reinkommen. Ist ja abgeschlossen. Vielleicht sollte ich da Fackeln setzen. Ja, das kann doch passieren. So, wo stecke ich unseren Kessel hin? Kannst du mal hier in die erste. Also langsam könnten wir auch ins Haus daneben umziehen, weil das ist ein bisschen größer. Ja. Da ist gleich der Boden fertig und dann das Dach auch. Ja, auch ganz kistentechnisch wäre das gar nicht schlecht. Weil das wird hier alle. Ja, so wie immer, wenn wir spielen. Ja, machen wir noch 2 Etagen für Kisten, eine 3. und 4. für Betten, eine 5. und 6. zur Aussicht und eine 7. und 8. unten drunter für die Tiefgarage. Das ist also. Nein! Nein, gar nicht. Nein. Wo ist das Essen hingetan? Da. Hier oben, rechts. Gut. Willst du das Eisen dann verbrauchen oder ja, ich hab meine 3 Eisen schon verbraucht. Achso. Nee. Naja, schade, ich wollte mir einen Eimer machen. Ja, ich geh noch mehr holen. Ja, dann mach mal bitte. Hier ist Schneides. Juhu. Oder sollen wir jetzt, oder willst du kurz warten und wir gehen jetzt mal alle 3 zusammen los? Nee, das war eine kleine Höhle. Ich leere die kurz und dann habt ihr auch so. Ach ja, eigentlich war die Idee, dass wir zusammen eine Höhle gehen, ne? Ja, ich leere das nur eben aus und dann können wir alle drei eine Eisenspitzhacke. Das ist so schlauer. Ich hab bestimmt wieder Diamanten gefunden und will ihn nicht teilen. Ja, ich hab den Erfolg Diamanten noch nicht bekommen, ne? Kriegt man den nochmal? Kann ich den jetzt? Ja, ich könnte den jetzt kriegen. Also, das sollte ihr eigentlich mitbekommen. Wenn ich Diamanten finde. Nein. Da hinten sind Pumpkins? Fuck! Wo war die Höhle? Hier ist gerade ein Creeper explodiert. Wo? Dein Pferd hat überlebt. Das war keine Absicht, jetzt ehrlich, aber ich sag schon. Was, hast du das Pferd überlebt? Nein, also das. Jetzt kriege ich hier wieder Worte in den Mund gelegt. Aber hier ist Eisen drunter. Das hatte zumindest was Gutes. Dein Pferd steht neben Eisen.
Jetzt nicht mehr. Das hat Eisen gekackt, meinst du? Was? Eisen wo? Bei Eisen bin ich direkt in der Nähe. Aber nee. Kannst du das mal kurz dann irgendwie Weizen geben? Ja, ja, klar. Ach, hier ist mal. Nee, weil du hast das ja hier eingebaut und der Creeper ist genau darüber explodiert. Ja, hast du das mal wieder komplett zugebaut oder was? Nein, hey, das ist doch davon vollkommen unabhängig, nein! Dann kurz wollte der aber eigentlich nicht da irgendwie da drüber herlaufen. Ja, ich stand dann daneben. Ich bin hier am Feld lang gelaufen und dann ist er neben mir explodiert. Okay. Also, dass der explodiert ist, daran mag ich vielleicht schuld sein, ja. Ich meine natürlich nein. Ich hab noch gelobt, ich nehme alles. Vielleicht bist du ein klein wenig dran schuld, ne? Ja, also was macht hier auch ein Creeper? Was hat er hier zu suchen? Also, der verkauft Verträge, ne? Das ist hier so ein, der will dir Staubsauger verkaufen. Ach so, Staubsauger? Mhm. Ach, ich dachte, die haben wir Sparabos. Für nur 9,99 €. Jetzt denn, Staubsauger Pro. Der verkauft beides. Der verkauft beide. Wolle Rose kaufen. Also ich weiß nicht, ob ich die gleiche Höhle wiederfinde, aber ich habe auch trotzdem Kohle und Eisen gefunden, also. So, Stöcke kann ich gebrauchen, das kann ich bauen. Holz, Stein, Axt, Wolle. Also ich bereite schon mal vor, dass wir gleich losgehen, ne? Ja, Jungs. Noch der Tafelrunde. Ritter der Tafelrunde heißt das. Mann, hast du denn überhaupt keine Lektüre gelesen? Also hier sind schon mal zwei. Nee, ich bin ungebildet, tut mir leid. Ich aber meinen nur. Also ich sollte mir vielleicht eine Fackel setzen. Damit du den Weg zurückfindest. Nee, damit hier nichts spawnt. Ach, da ist eine Fackel. Oh, guten Morgen. Ach, das war die Höhle. Achso, ich bräuchte generell mal Fackeln. Wo ist denn jetzt die Höhle, die ich gefunden habe? Das ist sie nicht. Hast du noch irgendwie Kohle über? Ich ja. Jupp, danke. Ich habe dafür ein bisschen Holz in der Hütte. Was ist denn das hier, ey? Findest mal wieder nicht. Komm mal zu mir, da kriegst du Holz. Mal wieder nicht. So, ich brauche erst Sticks, aber alles andere. Okay, das waren vielleicht ein paar Fiede. Das war schlau. Nicht. Wie lange brennt man? So lange, bis man aufhört. Ja. Jetzt. Nein, tut man nicht, okay. Ich dachte, damit meinst du, so, jetzt, Daniel, bis mal in Wasser. Wie weit bist du? Bist du mal zurück? Weil wir haben nicht ewig Zeit, ne? Irgendwann ist die Folge vorbei. Ja, dann muss das noch eine Folge warten. Ich bin hier gerade am Erkunden. Ich stehe schon überall in den Kommentaren. Oh, jetzt sind die wieder nicht losgegangen. Ja, dann, Oliver, lass uns zusammen eine vernünftige Höhle suchen. Da sagen wir ihm Bescheid, weil er hat ja selber noch keine gute. Dann können wir das dann machen, weißt du? Ja, könnte man. Ich nehme das ja. Boah, hat der Baum mich verschreckt, ey. Halleluja. Der Baum? Ja, da Bäume, die explodieren, ja, die sind ja. Sind schon sehr angsteinflößend, da gebe ich dir recht. Also, Oliver, sollen wir? Ja, ich muss noch einmal hier die Kartoffeln in den Ofen schmeißen und dann können wir los. Ja, ich klaue mir gleich noch ein paar Kartoffeln. Achso, sind keine mehr da. Dann klaue ich mir ein Paradieschen. Ja, aber wie gesagt, da kommen jetzt nochmal. Du nimmst immer alles mit direkt. Ich? Ja, natürlich. Ich hab 13 mitgenommen. Nee, du nimmst immer viel zu viel mit, Mann. Kannst du nicht mal irgendwie, So, Oliver, wir müssen gerade noch was einsammeln gehen. Aha, wink, wink. Was sammelt ihr denn ein? Setzlinge. Okay. Ich war jetzt ganz kurz versucht zu sagen, deine Mutter, aber... das war mir doch ein bisschen zu schäbig. Ja, auf dem Niveau bin nur ich, ne? Du sagst es. So, ich bring uns ein paar... Wollt ihr Niveau? Dann schaltet um.
Hier findet ihr es nicht. Das Niveau hatte schon deabonniert. Bevor es uns überhaupt kannte. Das Niveau, das ist schon so auf Titanic-Level, ne? Ja, mindestens. Titanic-Level. Ich hab gerade nicht nachgeladen. Ich lauf grad ins Leere. Wie heißt nochmal die versunkene Insel? Atlantis. Atlantis, genau. Auf Atlantis-Level ist die. Oh, ein Wölfchen. Na, Wölfchen, kleines Wölfchen? Was sagst du? Ah, mag mich. Sehr schön. Wollt ihr aber auch hoffen? Weil ich dachte, hier kann man auch sicher irgendwo gute Höhlen finden. Ja. Hier so Berge und so, Schnee. Wo bist du? Ja, ich bin hier unten im Wasser. Hier ist sehr viel Wasser. Vor allem, es wird gerade Nacht, das ist natürlich super. Ja, dann lass uns zurückgehen. Gehen wir morgen früh. Okay. Ah. So, und damit beenden wir die Folge. Das war unser großartiges. Bei ernsthaft, wir können ein bisschen Action. Ich laufe gerade zurück zum Umlauf. Achso, okay. Ich bin hinter dir. Ah, ich muss essen. Also, ich habe genug mit. Ich habe auch genug. Ich habe hier gerade ein bisschen Action. Was ist das denn hier? Lalala. Hä? Warum waren hier Fäden? Jetzt finden wir das Dorf nicht wieder. Das wäre ja selbst noch. Ich habe eine etwas größere Höhle gefunden. Ich weiß aber nicht, ob das hier schon zu Ende ist. Ja. Weil die Creeps haben wir uns aber heute auch noch explodieren, ne? Och nö, sag doch gerade hier, ich krieg super ruckler. So, ich leuchte mal eben die Höhle aus und dann können wir Schluss machen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Was? Schluss? Was? Schluss? Wir haben noch 8 Minuten. Ach, hast du wieder nicht aufgepasst? Nee, hab ich auch nicht. Ich war ja gerade beschäftigt. Das ist kein Grund. Hast du wieder mal Termine? Ja, Termine mit Creepern. Heiße Rendezvous mit geilen Creepern. 99, den Staubsauger Pro 2. Ja, das wissen die Zuschauer nicht. Daniel ist hauptberuflich Staubsaugerverkäufer. Genau. Genau. Aber bei mir so haben wir ihn auch kennengelernt. Bei mir kosten die aber eigentlich ein bisschen mehr. Also das ist jetzt nur, um ein bisschen Werbung zu machen. Um die anzudocken, ne? So, ja. Also Staubsauger Pro 2, das ist so ein kleiner Handstaubsauger. Also man muss sagen, der stand eines Tages vor meiner Haustür und er wollte mir was verkaufen. Und da sagte ich so, du, ich mache Let's Plays mit da so einem komischen Typen. Komik. Der meinte, ja, kann man machen. Ja, genau. Und dann habe ich mir aber innerlich gedacht, was sind das denn zwei für Spasten? Und deshalb bist du geblieben. Genau. Das ergänzte sich ideal. Ja. So, es ist Nacht. Echt? Sag bloß. Ja, das ist mir gerade so aufgefallen, als ich komme jetzt gerade aus der Höhle zurück. Also aus der Höhle. Das ist eigentlich nicht viel. Wo ist eigentlich mein Hund, den ich gerade gesammt habe? Frag das eine gewisse Person. Ich sehe schon drauf, irgendwann sterbe ich hier. Dabei hast du irgendwas gemacht. Wie eigentlich immer. So. Und dann waren es die Hunde. Du musst mal irgendwie so eine Statistik entwerfen, wie oft ich hier verdächtigt wurde und wie oft ich was gemacht habe. Fühlt sich jetzt schon so gekartet, oder was? Ja, nur so. Und sein Let's Play Cartman. Einer muss die Rolle übernehmen. Ja, ich bin 10 Meter weg und explodiert trotzdem, ey. Hallo, wolltest du mir mit dem Gesellschaft leisten? So. So, aber ich habe die Höhle immer noch nicht wiedergefunden. Die Hölle? Die Höhle. Hölle, Hölle, Hölle! Das ist Wahnsinn.
Jetzt weiter singen sollen. Hölle, Hölle, Hölle. Oh, auf euch kann man sich auch nicht verlassen, ne? Schlimm. Wieso baue ich eigentlich ein Dach? Kann man das einem mal erzählen? Auf Wiedersehen, Skelett. Oder könnt ihr mir sagen, warum ich jetzt schon ein Dach baue? Nee, ich weiß ja nicht, wie dein Haus, wie das Haus aussieht, du. Ja, so groß ist es noch nicht. Aber jedes Haus hat ein Dach verdient. Ja, aber ich glaube, wir bauen dann in den Untergrund weiter. Schmeißt du hier mit Treppen? Nee, mit Treppen. Ja, die habe ich versetzt. Fang meine Treppen! Fang! Hier! Nimm meine Treppen! Wie viele Treppen hat er, oder was? Hier! Nimm die Treppen! Wer? Jetzt wisst ihr, was ich meinte mit Spasten. Ja, du hättest doch gleich mit Diamanten geworfen, gib's doch zu. Ja, natürlich. Ich doch immer. Ist das die hier, oder das? Warte mal. Nee, das, ach, das ist die Höhle hier. Nee, die habe ich nicht gesucht. Ist noch eine Höhle? Das Skelett, das tut weh. Ja, ja, ja. Ich meine schon wieder mit Treppen. Boah, ich habe schon wieder Hunger. Ja, dann ist was. Echt? Ach so. Ja, da steht denn Hunger. Ich wollte jetzt gegen Monster kämpfen. Für noch mehr schlaue Hinweise rufen Sie Hotline an. Wer ist denn Hotline? Hotline, das ist, Olivers Mama. Ne? Das ist so eine hotte Linie, ist das. Sind wir wieder beim Thema Niveau, ne? Ja, das ist so eine hotte Linie, ne? Also, ja. Ist dünn und hot und so. Na gut, ja. Dann nehme ich das jetzt mal so ins Sachter und Dankeschön. Ich hüpfe mir vor einem Skelett auf und ab, das ist auch lustig. Du triffst mich also, nicht! Was ich damit sagen will, sie ist magersüchtig und brennt. Aha. Weißt du, jetzt, och, jetzt kommt noch ein Zombie. So Moment dich gerettet, ne? Und schon springt er wieder. Das ist wie so ein Kater, so ein blinder Kater, der immer wieder gegen dieselbe Wand läuft. Oder wie so kleine Kätzchen, die nicht wissen, was sie tun. Ja, genau. Och, der Daniel ist ein kleines Kätzchen, der weiß nicht, was er tut. Ja. Der Papa muss mich doch erziehen, du. Hat er das ja heute, bis heute nicht gemacht. Könnten Sie bitte mein Eigentum und das Eigentum anderer Leute respektieren? Danke. Ich baue mir gerade auf, ja? Sonst schmeiße ich wieder mit Treppen. Du, ich habe jetzt auch Treppen, ich kann zurückwerfen. Boah, aber wenn du schon mal dran bist, kannst du ein Skelett töten. Ja, ich bin dabei, ich roll mir ja gerade ein bisschen auf, damit du da weiterbauen kannst. Also ich glaube, wenn ich wiederkomme, habe ich erstmal so 10 Sticks Kohle. Das ist nett. Ja, nur für mich, ne? Ja, das ist nicht nett. Weiß doch, ich teile hier nicht. Zu dem Thema Aufräumen, hier ist unser Skelett. Ja, das Skelett kann auch nach sich selber aufräumen. So jung ist das jetzt noch nicht, dass das nicht kann. Was? Ich hab das Skelett schon weggebasht. Hallo Zombie! Kennst du Zombie? Oh! Oh. Nein, ich kenne nicht Zombie. Mann, hab ich die. Ich weiß nicht mehr, wo die Höhle ist. Das ist doch ein Witz, oder hab ich die. Ach, Junge! Hab ich die schon gefunden? Ich hab's nicht mehr. Immer der Nase nach! Weißt du doch! Aber ich hab keine Nase, ich bin Voldemort! Ja, ich war jetzt nicht so
War nicht so. Nee. Versuch ich morgen nochmal. Ja, versuchst du nochmal. Der wird jeden Tag besser, hast du recht. Kannst du tatsächlich die nächste Folge nochmal versuchen? Ey, das wird jetzt seine Öffner. Denn wenn ich jetzt gerade mal so auf meine Uhr gucke, dann ist es schon wieder rum. Ja, da haben wir schon wieder 20 Minuten erreicht. Weich nicht. Wie? Ja, dann danke ich an dieser Stelle. Bleib stehen! Auch. Ich hab Treppen! Ich benutze sie auch! Stehen bleiben! Ich brauch was zu essen. Stehen bleiben! Komm her! Komm mal da! Genau, ich muss essen. Wo sind die Treppen? Hab ich so. Treppen? Ich bin voll. Achso, wer macht jetzt eigentlich den Schluss? Ja, dann mache ich den Schluss. Ja, dann, okay, dann danken wir euch wieder mal fürs Zuschauen. Wie immer, lasst einen Kommentar durch, gerne mit Verbesserungsvorschlägen oder auch, ob es euch gefallen hat oder nicht. Like das Video und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis demnächst, okay. Tschüss. Ciao.